Jo, Captain, ich habe hier mal was Schönes rausgesucht. Oh, was ist denn das? Ja, irgendeine Crew. Du weißt ja, ich habe immer Probleme, wenn ich noch so ein bisschen taumelig bin, mal zu lesen, aber ich habe schon gefunden. Okay. Was läuft denn da? Da fehlt doch wieder einer im Bunde. Wo seid ihr? Hier, wo sind wir? Wir stehen Wo vor dir. sind wir? Ja, ich bin hier. Ja, hier, wir haben einen neuen Auftrag. Ja, deswegen, ich weiß, deswegen bin ich ja hier. Oh ja. Meiner die Wellen Okay, anhalten. um was geht's? Um was geht's in dem Auftrag? Erzähl, Irgendeine. Hackebein. Ja, das frage ich euch Hackebein, auch noch nicht Hackebein, der mitbekommen. war ja da gerade bei der Besprechung. Um was geht's? Kann ich dir sagen, ich habe hier einen Becher, aber der ist halb voll. Du sagst, dass du Ne, den leer machen und kannst, dann jetzt. fliegst du auf Jetzt die geht das. Insel rüber. Ne, ich könnte den leer machen, das stimmt. Aber die Mission ist. Ne, man dreht sich einfach so rum. Ab in die Kanone hier rein. Ne, und wenn man sich dann wieder umdreht, dann ist der Becher leer. Entschuldigung. Du kannst da nicht nochmal ansetzen, du bist da wohl verrückt. Ey, jetzt läuft der mein Krug leer. Das war ich nicht. Das würde ich mich nicht trauen. Hackebein in die Kanone. Oh, warte, ich hab In die Kanone. ich habe meine Kanonenschuhe un unter Richtung Deck. Norden ausgerichtet, dort ist die Insel. Ehrlich? Muss ich da jetzt rein? Ja, in die Kanone. Okay, ich gehe rein, Kip. Das ist aber ganz schön duster hier drin. Alles klar. Suche nach dem Schatz. Alles klar. Shit! Sammel den unterwegs wieder auf und bis dahin ist er nüchtern. Okay. Anker nach oben. Mir Segel ist so setzen. gruselig. Kümmere mich um das Heck. Ja, wir kümmern uns um den Anker. Mo, hast du das gesehen? Der hat einfach einen von uns über Bord geworfen. Ja, das geht mal gar nicht. Ja, jetzt echt so, also irgendwie. Kann das so weitergehen mit ihm? Das wird immer schlimmer, ne? Ja. Ah, Captain, Sie machen schon meine Seite. Das ist aber sehr freundlich von Ihnen. Das wäre da Wir gar haben nicht nötig gewesen. einen Mann über Bord, den müssen wir jetzt einsammeln. Echt? Wie ist Weil der denn das über wieder. Bord gefallen? Ja, der ist gestolpert und in die Kanone rein und dann, ja, durch die Sonne über eine Lupe ist dann das Zündding angegangen und dann ist es losgeschossen worden. Über eine Lupe, wer hat denn die Lupe gehalten? Der Vogel, der hier durchgeflogen ist. Kann mir jemand sagen, wenn er ihn findet und sieht? Ja, ich suche stark nach ihm. Oh, holde Maid! Ich Ja, wollte ich doch weiß nichts nicht, machen. also, guck mal, der hat schon wieder einen von uns über Bord geworfen. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Ist echt kritisch mit dem. Welche ich Insel müssen wir? Ich stelle mich An wieder der an Insel, meinen Segel, Captain. Herr Kapitän. Welche Insel müssen wir? An der Insel, Captain, rechts von uns. Direkt rechts. An die kleine, oder Ja, was? die ganz kleine. Dort soll irgendeine Kraken-Crew auf uns warten. Okay, können wir da reinfahren? Direkt neben die Insel oder sind da Dünen? Das kann ich Ihnen nicht sagen, Captain. Dann Dafür geh schwank mal ich auf den zu doll. Mast hoch und halte Ausschau. Einen Moment, ich gehe hoch, Captain. Das dauert aber eine Weile. Oh, fast bekotzt beim Hochgehen. Langsam kann man Heck und Front einziehen. Aber Front einziehen. Captain, ich habe neue Erkenntnisse. Die Welt ist Ja? eine Scheibe. Ach so, das wollten Sie nicht wissen. Da scheinen Dünen zu sein. Okay, dann Segel schnell nach oben. Auch Mittelsegel nach oben. Ich bin oben, das Hecksegel müsste ist jemand oben. machen von euch. Der Kapitän, glauben Sie dem nichts, der trinkt heimlich. Wir müssen trotzdem ein Stückchen weiter nach links. Ist schon. Du sagst mir, wo eine Düne ist. Jawohl, ich sag Ihnen, wenn es kritisch wird. Es war Anker bereit machen. Jawohl. Jawohl, Captain. Ich schrei dann, sobald der Anker vielleicht runter sollte. Macht schon sein Kommando, Anker runter. Ja, noch sieht alles gut aus. Können auch ein Stück links. Na, wir bewegen uns nicht mehr. Brauchen den Anker nicht runter. Wir können so rüber. Schiff steht.
Da drüben sind schon welche. Das ist aber noch ziemlich weit, Captain. Alles klar, den Captain nach. Jungs, wir haben das Schiff für uns, der Captain hört uns nicht. Ja. Was meint ihr, abhauen? Abhauen? Hey, können wir die bringen, oder? Meint ihr, komm, sollen wir einfach machen? Erstmal einen trinken. Ja, lass erstmal einen trinken. Prost. Zum Wohl. Ah, guck mal. Mein Becher ist leer. Gut. Ja, ich hol auch nochmal neuen. Ja. Das geht's auch noch gut, alles gut. Alles ich glaube, wir sollten da jetzt mal langsam rüber eben. Meinst du? Ja, ja, komm, wir fahren aber eben kurz. Nacheinander? Los. Bist du dusig? Renn ich weg! Warte, 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 jetzt wollen wir noch einen trinken, bevor wir rüber? Nee, bin schon da. Also, bist ziemlich duselig. Ich glaube, ich brauche keinen mehr. Okay, pass auf, dann ist direkt rüber. Attacke. Und Feuer. Heide Witzka! Aua! Was hat denn das so lange gedauert? Das hat doch nicht lange gedauert! Das hat euch aufgehalten! Ich habe ja schon die halbe Mannschaft getötet ohne euch! Ich brauche so ein bisschen Überwindung, wenn ich in die Kanone steige, Captain, weißt du? Was ist das denn für ein Feigling? Du musst erst die Kanonen lernen. Captain, wir waren hier zur Unterstützung. Hab ich anders in Erinnerung. Ich nehme den Captain da. Der Captain ist für mich. Der Captain ist tot. In der Bar, aber ist sein Genosse hier nicht. Erstmal. Oh, wir haben zwei Schädel. Ist ein Hühnchen. Hier liegt noch ein Schädel, Captain. Oh. Alles klar. Komm ab aufs Schiff. Wir haben hier noch Vorräte, Captain, habe ich gerade so erspäht. Mitnehmen. Alle Vorräte mitnehmen. Okay, Captain, ich habe dann übrigens noch was Interessantes aufgegriffen. Okay, warte, der Schädel redet mit mir. Wir gucken, was der mir sagt. Ja, ja, das Schweinchen Tommy, das holen wir noch, ja. Das bringen wir mit. Ja, ja, das retten wir für dich. Ups. Gut, ja. Na, Moment, was hast Captain, du aufgegriffen? Ich müsste mal schnell meine Munition nachfüllen. Gute Idee. So, ich hätte noch was Interessantes und zwar... die Rauferei mit der lustigen Crew, der Grand Lady. Oh, okay. Alles klar, kommt alle hier vor. Okay, Cap. Oh, das sind sogar auf zwei Inseln. Echt? Conan Cove und alles klar. Logan Whispers. Bring mal dem Mo das Kartenlesen bei. Okay, Mo. Ja. Okay, nee, das kann ich nicht mit ihm machen. Die erste Insel habe ich schon gefunden. Ja, dann die zweite. Okay, pass auf. Nimmst dir jetzt hier mal so eine Karte, ja? Du nimmst dir mal eine in die Hand. Captain, es wird schwieriger als gedacht. Genau, was steht da drauf? Ganz unten. Auf Logan of Whisper. Genau, dann gehst du jetzt hier hin. Das ist neueste Technologie. Was ist denn Technologie? Das ist sogar ein Touchscreen. Okay, was hast du gefunden? Hier ist Logan Whispers. Der Mann mit der dicken Nase ist schon wieder am Saufen. Nein. Nee, Captain, nee.
Und fühlst du dich angesprochen, Hackebein? Kinnenkopf gesagt habt und das deprimiert mich. Kinnenkopf ist ganz in der Nähe, einfach Richtung Südosten. Weil das tut mir auch weh. Der Südosten. Was dir weh tut, das ist ein dicker Bauch. Ja. Alles klar, Anker nach oben. Das stimmt. Oben und deswegen muss ich meinen Kummer erträgen. Okay. Ja, gut. Anker ist oben. Ja, wir richten aus. Captain, ich kann für gute Musik sorgen. Alles klar. Nein, einen Moment, das ist der falsche Song. Ist es die Insel hier vor uns, direkt gleich? Die war ein Stückchen weg. Müsste mal schnell der Moog gucken, ich bin hier für gute Musik. Alles klar, Segel setzen. Volle Fahrt voraus. Achtersegel ist gesetzt. Mittelsegel sehe ich noch nicht gesetzt. Was ist da los? Einen Moment. Was ist denn da mit der schiefen Musik? Wunderbar. Mo hat keine Informationen gegeben, ob das nun die richtige Insel ist oder nicht. Ja, hilf ihm! Achtersegel ist gesetzt! Jawohl, Captain, ein Stückchen weiter links und dann passt das. Die kann man nicht übersehen, die ist riesig, die Insel. Alles klar, da wird es auch gute Vorräte geben, vielleicht auch andere Schätze, also haltet Ausschau. Insel voraus, Captain. Ich bin nur für die gute Musik hier. Ja, wo ist die gute Musik dann? Na, hören Sie die nicht? Ja, wenn ich versuch's mit dem anderen Instrument. Bitte nicht so viel bewegen, ich muss jedes Mal nachjustieren, wenn du dich bewegst. Hui! Keine Witzka! Oh, da war gerade eine Riesenwelle, ich dachte, du bist ins Meer gefallen. Und wir laufen gleich auf Grund. Ist es die Insel hier rechts von uns oder links von uns? Ein Moment, ich schau schnell nach. Links. Ja, alles klar. Warum ist jedes Segel anders ausgerichtet? What? Aber Captain, wir haben andere gute Eigenschaften. Zum Beispiel gewinnen wir den Kuhklärmach-Wettbewerb. Hat jemand gesagt, dass Mittelsegel schon einziehen? Nein. Ja, Sie, Captain. Ja, doch, Sie, Captain. Nein, ich habe Front. Ja, das ist richtig. Front und Mittel und Heck, genau, das sagten Sie. Was sollen wir hier? Erzähl mir es. Front, Mittel und Heck, haben Sie gesagt. Alles klar, Anker runter, wir schießen uns rüber. Einen Moment, jetzt habe ich das gerade wieder runtergemacht. Captain! Captain, Sie müssen lenken! Anker runter! Auch nicht lenken. Ach so. Nach oben ziehen, weiter. Ich gebe ihn da so hier, so. Alles klar? Ich versuche als erstes. Oh, okay, der Dicke. Attacke! Ich will Alter, das war viel zu weit, so eine Scheiße. Oha. Das war perfekt. Wir müssen da zum Steg. Oh je, das war doch nicht so perfekt. Ich bin am Steg, ich treffe ihn! Ich treffe ihn! Nee. Ich weiß gar nicht, was wir hier suchen. Ich glaube einen Captain. Auf dem Steg? Nee. Irgendwo auf der Insel. Erstmal Bananen mitnehmen. Wo sind wir denn? Cannon sind wir? Ah, ich sehe sie. Okay, wo? Ah ja, ich sehe sie auch. Ich hab sie erspäht. Komm her, Nummer 1. Nicht so funktioniert. Schießübung. Wer macht denn hier Musik? Da ist ein goldenes Hütchen. Captain. Oh, hier sind Explosionsfässer. Captain, sollen wir? Ja, wart. Wir locken die dahin. Ich hab ne Idee. Ich hab da auch ne Idee. Ja, bleiben Achtung, Sie genau da stehen. Achtung, geht aus dem Weg. Achtung, weg. Lass sie da kommen. Kommt alle zu mir.
Sauber! Das war schön. Aber ich würde ihn erstmal eintrinken. Captain, ich musste da mal meine Aggression an dem Explosionsfass rauslassen. War das okay? War super. Wir haben die ganze Crew ausgelöscht. Aber wer trinkt hier die ganze Zeit hier? Den Schädel schleppen. Oh, oh, Captain. Ritz zum Captain. Schädel schleppen. Au, wird geschlagen. Das sind hier so schwer. Moritz. Den Captain und Schädel schleppen. Oh. Aber der Captain kommt da jetzt erst noch. Oh, das sind zwei. Ja, der andere war doch nur der Gehilfe. Ah. Captain, warum haben wir eigentlich keine rechte Hand von ihnen? Edwin, warum willst du meine rechte Hand haben? Ich habe einen Schädel. Und jetzt? Ja, hier ist auch noch einer. Na, und den schleppt noch jemand anders. Ups. Das haben sie gut gemacht. Warte. Das hat beim ersten Mal nicht so funktioniert. Das war ganz viel Dummheit auf einem Fleck. Keine billigen Arbeitskräfte, Captain. Wir teilen durch drei. Captain, ich bewerbe mich in den Posten des Stellvertreters. Okay, wir teilen durch drei ab jetzt. Seid ihr damit zufrieden? Jo. Jawohl. Aber. Der Schädel rüberbringen und dann Vorräte suchen. Wir haben schlecht geparkt. Komm an den Steg nach vorne. Sind da noch mehr Schädel? Muss ich da irgendwas tragen oder was? Weiß nicht. Moritz hat einen, hat er gesagt. Ja, Captain. Alles klar. Ich hab einen. Und zwei waren da, oder was? Genau. Alles klar, dann nehme ich Vorräte. Captain, wo steht denn unser Schiff? Da, wo die drei Segel sind. Ah ja, hier. Ich versuch mal dann langsam ums... Ich komm vorne an den Steg, dann kann man die Sachen vorladen. Wenn du hier nicht hilfst gleich... Ja? Dreh ich dich vom Schiff, dann kannst du auf der anderen Insel Vorräte suchen. Ein Moment, ich gehe rüber zur anderen Insel. Nein, das war natürlich schon ein Spaß. Ich helfe ihm sofort. Ein Moment, Captain. Jetzt helfe ich ihm. Gar kein Problem. So. Dann kannst du Vorräte schon mal hier suchen gehen. Mach dich leer. Such Vorräte. Ah. Oh. Captain. Wer ist noch hier mit am Schiff? Ich. Alles klar, ich unten flicken gehen, schnell. Oh je, Captain. Ich schwimme neben dem Schiff, Captain. Bin nicht so schnell. Der klappt es da unten? Ja. Scheint so zu sein. Ja, ich gehe vorne hin. Ich kann leider nicht langsamer werden, sonst verlieren wir noch mehr Fahrt. Wir probieren das mal vorne an den Steg parken, dass wir da gut alles beladen können. Alles zu. Wunderbar. Kannst du mal das mittlere Segel ausrichten? Ja. Oh, da kommt der Steg schon, das ist ein bisschen problematisch. Aufstehen, Crew! Hey! Hallo! Nicht mehr schießen! Aufstehen, Crew! Hey, Scheiße! Ist was kaputt? Fuck, unser Boot ist kaputt! Ich bin tot! Unser Boot ist kaputt! Warum schießt du denn auf dieses Fass so? Oh, 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 oh!
Ich wollte die Crew wecken. Ja, du hast ja extra aufs Fass geschossen. Ja, ich weiß, ich wollte die Crew wecken. Du hast mich nicht geweckt, du hast mich umgebracht. Ist das ist doch nicht so was Dickes entgegengekommen, ne? Alles gut. Ich sehe, ihr seid alle wohl auf. Ich, deswegen bin ich zurück. Alles klar an den Anker. Jawohl, Anker ist bereit. Gut, kann Check runter. Wunderbar, kann runter. Gut, dann rüber mit uns. Ich leuchte uns den Weg. Da leuchte ich uns den Weg. Achso. Da hinten sind sie schon. Ich habe Angst. Ich steck mich hinter ihnen. Komm, noch mehr. Au. Captain, das ist eine Schlange. Captain gebissen. Black John gebissen. Oh nein, noch eine Spinne. Schlange. Schießen auf uns, macht sich fertig. Captain, ich bräuchte eine Banane. Oh nein. Lange. Bleib da, wo du hergekommen bist, und du auch. Wo ist denn hier der Captain? Der ist nicht der Captain. Das ist ein Gehilfe. Nee, das ist der Captain. Captain weg. Müsste nicht noch sein Gehilfe kommen? Nee, der hatte keinen. War ja schon am Schädel, der flüstert mir. Nee, da war kein guter Captain. Der hatte eine ganz kleine Crew, die immer gesoffen hatten, deswegen sind die untergegangen. Ah, ich habe Bananen gefunden. Ja, die haben sich immer wieder widersetzt, haben weiter gesoffen, das war das Verhängnis. Und haben so eine große Schlacht verloren, die schneller zu Ende war, als sie erhofft haben. Ein Glück kann uns sowas nicht passieren. Ja. Da bin ich ja recht froh drüber. Ich hab mal gehört, trinken desinfiziert Erde. Ja. Captain, zum Außenposten? Fragezeichen? Ja. Außenposten. Alle mit an Bord? Jawohl. Ja. Gut. Anker auch. Segel setzen. Aber das Psychoterror. Sehr nett. Segel anziehen. Sehr, sehr nett, dass du uns das ausgibst. Was? Segel anziehen? Segel einziehen. Welche Seite müssen wir denn überhaupt? Die sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Gut, Segel, Anker. Anker runter. Sein, oder? Anker runter. Anker wird runtergemacht. Oh, du bist auf der falschen Seite. Ja, passt. Bin auf der falschen Seite angelegt. Ja, das Haus steht mittig, passt schon. Jeder ein Schädel. Der Dicke läuft zweimal. Was? Verdientermaßen. Captain, wir sind vielleicht doch komplett auf der falschen Seite. Und dass wir nur einmal laufen müssen. Das stimmt. Okay, ich fühle mich schon ein bisschen besser. Hau einmal raus. Ah.
Ich fühle mich immer noch leicht taumlich. Du schaffst es! Du bringst es! Ich glaube an dich! Hier eine Dusche am Morgen. Oh. Herr Kapitän, haben Sie das gesehen? Was habe ich gesehen? Der hat mich mit Kurze voll beworfen. Und? Ja, Mach dich sauber, so kommst du mir nicht aufs Boot, Schiff. Oh ja.